Herzlich willkommen zur 1000 PS Wochenshow, den einzigen Nachrichten mit 1000 PS. Heute haben wir wieder viele spannende Themen für euch und auch Themen, bei denen ihr mitdiskutieren könnt. Also wollen wir nicht lange zögern, kommen wir gleich zur ersten Nachricht. Zonko und Fauli haben letzte Woche zwei echte Supersportraketen verglichen, und zwar die Aprilia RSV4 1100 Factory und die BMW S1000 Doppel-R. Wenn wir uns ehrlich sind, die sind inzwischen so stark und so abgestimmt, dass sie eigentlich nur auf der Rennstrecke wirklich Sinn ergeben. Deshalb haben Zonko und Fauli die beiden Supersportler auf die Landstraße genommen, um herauszufinden, ob es eigentlich schon zu viel ist, ob es überhaupt noch einen Sinn macht, damit auf die Landstraße zu fahren. Also ich glaube, die beiden hatten ordentlich Spaß. Wir haben schöne Aufnahmen für euch. Testbericht und Galerie sind bereits online. Das Testvideo folgt natürlich hier bald auf YouTube. Aber wie schon gesagt, Test und Bilder findet ihr unten in der Beschreibung. Draufklicken und viel Spaß. Auf 1000 PS findet ihr auch jetzt eine sehr schön zusammengestellte Modellhistorie. Und zwar einer echten Legende aus Italien, die Ducati Monster. Gregor hat auf die 27-jährige Geschichte zurückgeblickt, hat euch aufgelistet, was für Modelle es gab. Wo lagen die Unterschiede? Weil man muss ja doch sagen, die Ducati Monster war ein großes und ein sehr wichtiges Modell für Ducati. Hat sie ja im Endeffekt aus der Krise gezogen, wieder Aufschwung in die italienische Firma gebracht. Und da findet ihr eben jetzt auf 1000 PS die Modellhistorie. Kann ich euch sehr empfehlen. Schön aufgearbeitet. In der Beschreibung findet ihr natürlich den Link. Ich wünsche euch viel Spaß. Italienisch geht es weiter, denn vorletztes Wochenende fand in, das muss ich jetzt ablesen, Mandello dell'Ario, das große Moto Guzzi Open House statt, ist so ein Fixtermin für alle Moto Guzzi Fans, das größte Treffen dieses Jahr mit 30.000 Besuchern, das war ein neuer Besucherrekord, und mein Kollege Luki war vor Ort, hat euch einen schönen Bericht geschrieben und natürlich viele Bilder mitgebracht, also das ist schon einen Blick wert, und falls ihr dieses Jahr nicht dort wart, ist es eine echte Empfehlung von uns, also alle Moto Guzzi Fans müssen da einmal im Leben hinpilgern, wir können es empfehlen. Aber natürlich Bericht und Bilder, so als kleiner Vorgeschmack, findet ihr unten in der Beschreibung. Verlassen wir Europa, kommen nach Amerika, und zwar ist dort gerade Nasty Nils unterwegs. Jetzt hat er erst vor kurzem die neue Harley-Davidson Lowrider S getestet. Seine Eindrücke, die, was ich so gesehen habe, ziemlich positiv sind, findet ihr jetzt schon auf 1000 PS mit der Bildergalerie. Und zusätzlich testet er auch gerade, oder hat er bereits schon getestet, die neuen Harley-Davidson Tourer-Modelle für 2020. Da ist die Bildergalerie schon online, der Testbericht folgt sicherlich auch bald. Und natürlich die Videos zu den Touren und zum Lowrider kommen, sobald ihr aus den USA wieder zurück sind. Haltet die Augen offen, aber bis jetzt findet ihr alles unten in der Beschreibung. Da kommt ihr direkt auf die Webseite zu dem Testbericht der Lowrider S und auch bald zum Testbericht der neuen Tourer-Modelle. Jetzt kommen wir zu einem Thema, da ist auch eure Meinung gefragt, denn KTM will ja bei der nächsten Generation der 1290 Super Adventure einen radarunterstützten Tempomat einbauen, also so wie wir es schon aus der Autoindustrie kennen. Und das hat uns ein bisschen Anlass gegeben, nochmal ein bisschen nachzurecherchieren, was gibt es schon in Richtung selbstfahrende Motorräder, beziehungsweise wie ist der Entwicklungsstand zurzeit. Da haben wir ein bisschen nachgeschaut, also es gibt ja von Honda die Moto Riding Assist, von Yamaha den Motobot und von BMW die selbstfahrende R1200 GS. Das sind jetzt viele Namen, keine Sorge, wir haben euch eine Story geschrieben, die findet ihr unten in der Beschreibung. Und da interessiert uns jetzt schon noch, was haltet ihr vom ganzen Thema selbstfahrende Motorräder? Beziehungsweise muss man ja auch dazu sagen, dass die Entwicklung nicht wirklich in Richtung selbstfahrende Motorräder geht, sondern dass mit der Technik und mit dem Wissen, das hier erlangt wird, anderes geplant wird, das findet ihr alles in der Story. Aber schreibt es mir hier in die Kommentare drunter, was haltet ihr von so vielen Fahrunterstützungen, einem radargestützten Automaten, vielleicht selbstfahrenden Motorrädern? Haltet ihr das für eine sinnvolle Zukunft, einen sinnvollen Weg, den wir hier gehen? Oder seid ihr voll dagegen? Würde mich interessieren, schreibt es mir in die Kommentare und natürlich Story in der Beschreibung. Und zuletzt muss ich ein herzliches Dankeschön an euch zu Hause ausrichten. Und zwar hatten wir letzte Woche unseren letzten Trackday dieses Jahr, natürlich wieder am Pannoni-Ring. Vor Ort waren Zonko, Max, Schaf und ich. Hat nur zwei herrliche Tage am Trackday am Pannoni-Ring. Natürlich haben wir dort auch einiges produziert. Zonko und Max haben den Thunfisch, also die Aprilia Tuono, gegen unser neues Suzuki Virus antreten lassen. Da haben wir schon einige Bilder gepostet, die euch sehr gut gefallen haben. Natürlich kommt da bald das Video dazu. Und natürlich hat auch Zonko wieder das Mikrofon geschnappt und ist einmal durchs Fahrerlager gegangen. Also der ganze Rundgang vom Pannoni-Ring findet ihr bereits jetzt auf unserem YouTube-Channel.
Und falls ihr die Frage habt, ja, nächstes Jahr gibt es natürlich auch wieder Track Days. Da beginnt die Buchung Ende des Jahres, also Ende Dezember wahrscheinlich 2019, damit ihr auch nächstes Jahr wieder mit uns auf der Rennstrecke unterwegs sein könnt. Kleiner Tipp von mir, je früher ihr bucht, desto besser, weil dann sind erstens mal die Tickets billiger und ihr kriegt auch Tickets. Also vor allem Saisoneröffnung ist immer sehr beliebt bei uns, weil dann will man wieder raus auf die Strecke nach einem kalten Winter. Also haltet die Augen offen, wir halten euch natürlich upgedatet, wann der Verkauf beginnt. Aber bis dahin findet ihr mal unten in der Beschreibung alle Teilnehmerbilder, unseren Bericht und natürlich den Rundgang vom Zonko. So viel zu den Trackies dieses Jahr, also nochmal herzliches Dankeschön von uns allen. Es war uns wieder eine echte Freude, dass ihr uns das so vertraut, unsere Trackies alle bucht. Also das ist das größte Lob, das man uns machen kann. Und bis dahin würde ich sagen, sehen wir uns nächstes Jahr wieder auf der Rennstrecke. Kommen wir nun zum Coming Soon Segment der 1000 PS Wochenshow. Was erwartet euch diese Woche auf 1000 PS? Und das eine kann ich sagen, kommt schon sehr soon, denn gestern sind Fauli, unser neuer Redaktionskollege Valentin und der Robert von Conti auf eine Österreich-Tour aufgebrochen. Da tun sie einmal quer durch Österreich, ein bisschen Italien, nehmen es glaube ich auch mit. Und da werden sie sich live von mehreren Mohos melden, also Motorradhotels. Da erwartet euch heute am Abend und morgen, also Mittwoch am Abend, jeweils ein Livestream aus den Motorradhotels. Da werden sie euch ein bisschen erzählen, was sind sie heute gefahren, was sind ihre Erfahrungen. Darauf solltet ihr schauen. Und diese Woche filmen auch Zonko, Gregor und ich einen Retro A2-Vergleich. Da haben wir die Royal Enfield Interceptor 650, die Triumph Street Twin, der A2-Version und die Moto Guzzi V73. Vergleichen wir ein bisschen, weil unser Kollege, der Gregor, der hat ja nur den A2-Schein. Da wollen wir sozusagen ein bisschen beraten, was gibt es gerade in der A2-Retro-Ecke. Also das wird, glaube ich, ein spannender Vergleich. Da werden wir uns sicherlich mit einem Livestream vom Drehort melden. Also darauf könnt ihr auch schauen. Aber sonst war es das mit der 1000 PS Wochenshow dieser Woche. Ich bedanke mich natürlich wie immer ganz herzlich fürs Zuschauen. Alle Berichte und Links findet ihr unten in der Beschreibung. Meinen Instagram-Account findet ihr auch. Ihr könnt mir gerne folgen. Kleine Werbung. Aber bis dahin würde ich sagen, sehen wir uns wieder nächste Woche bei der 1000 PS Wochenshow, wenn es wieder heißt. Willkommen zur 1000 PS Wochenshow. Die einzigen Nachrichten mit 1000 PS. Servus!